Die Blutherrschaft Maras ist endlich beendet. Und die Waffe dabei war allein die Liebe, kein Holzpflock. Hätten wir gewusst, dass sie eine Romantikerin ist, würden viele Jäger heute noch unter uns weilen. Sie sind weit gekommen. Es kommt mir wie gestern vor, dass ich die Mitglieder der neuen Welle sanft gefördert habe. Und jetzt haben sie genau denselben Blick wie der Truppenmarschall. Gut, sie werden's brauchen. Sie haben geholfen, die Dämmerung der unseligen Vampirspezies einzuleiten. Sie könnte sich als düster erweisen. Die Orochi Group ist nur das neueste Werkzeug in der Hand uralter Feinde. Feinde, die einst dunkle Mächte und grausame Reiche auf uns gehetzt haben. Und jetzt offensichtlich Geschäftsleute sind. Wir planen, bei der Krise in Japan einzugreifen. Im Epizentrum Orochis globalem Hauptquartier. Ein dunkler Turm, ganz wie sich's gehört. In der Zeit, bevor Sie zu uns kamen, untersuchten einige unserer Besten die erste Katastrophe. Ihre Rückmeldung... Nun, sie erfolgte nicht in einer menschlichen Sprache. Offen gesagt, in diesem Bezirk von Tokio stirbt die Realität. Vielleicht überleben nicht mal die Starken, aber die Starken müssen die Verantwortung auf ihre Schultern laden. Für die gesamte Menschheit. Wenn es soweit ist, wäre ich stolz, wenn Sie in die Bresche springen. Mehr kann ich nicht verlangen.